Hallo Freunde, heute ist Samstag und mir dreht heute mal wieder Farmvlog und zwar haben wir heute einen Gast, was heißt Gast, der war eigentlich früher immer dabei, aber in letzter Zeit nicht mehr, weil der ist nämlich in der Ausbildung. Es handelt sich, wie unschwer zu erkennen, natürlich um den Noah. Und der Noah und ich, wir haben heute eine ganz besondere Mission und zwar fahren wir heute Silofolie fort, aber bevor wir startet, ich habe eigentlich gesagt, um 7 Uhr auf dem Hof, jetzt wäre 7 Uhr, aber jetzt machen wir hier einmal kurz OKF machen. Und zwar ist es nämlich so, heute ist Samstag, 1. Juli und ich glaube, so früh war es noch nie, seit ich, also dieses Jahr übrigens 10 Jahre Heckerbauer. 2017 haben wir angefangen mit den Farmvlogs, jetzt ist 2023 und ja, ich hätte viel mehr machen können, aber egal, ich will jetzt nicht ewig außer rumschätzen. 1. Juli, Wintergerste, gell? Also das sind nur ein paar Tage, die steht vielleicht nur eine Woche maximal, dann kommt die weg. Da haben wir rum, Weilerbach, das ist alles vom Heckerbauer. Und das ist auch das, was eigentlich am weitesten ist, was vermutlich auch als erstes droschen wird. Ich finde es krass, also es haben ja schon viele angefangen. Und dass man im Juni bei uns in der Region trischt, okay, das hat man eigentlich nie. Wobei vorne in Neidlingen an der Straße ist auch ein Agerscher Droscher. Also es gibt jemanden, der tatsächlich hier unten in Neidlingen schon Droscher hat im Juni. Und soweit die Sommergerste ist, soweit hinten dran ist der Mais. Da fahren wir jetzt auch noch geschwind. Wo fahren wir denn auch? An irgendeinen Ager, gucken uns geschwind den Mais an. Das haben wir ja im letzten Farmvlog noch geschwind anguckt. Den hat man ja gesehen, ich glaube 2. und 3. Juni, also natürlich auch reichlich spät. Problem war jetzt natürlich das extrem nasse Frühjahr, wo es ja wochenlang nur geregnet hat und du konntest gar nicht rein. Und dann war ja jetzt eigentlich 6 Wochen lang nur trocken. Jetzt hat es gestern ein bisschen geregnet und ich glaube am Dienstag auch. Der Mais schiebt jetzt relativ gut, aber 1. Juli ist halt trotzdem spät. Deswegen, ja, den gucken wir uns jetzt auch noch schön da. Also was dieses Jahr ganz extrem ist im Mais, der ist einfach im Boden gewesen und hat nicht gekeimt, weil es einfach zu trocken war. Und jetzt sieht man halt ganz extrem, also das ist jetzt, muss ich ja das vorstellen, der Mais war ja gleichzeitig im Boden wie der. Gell? Und der ist jetzt schon so hoch und der ist halt noch gar nicht gewachsen. Und jetzt kommen sie relativ gut, die haben jetzt ihre, keine Ahnung, 10 cm ungefähr und auch mit relativ wenig Fehlsteller. Aber klar, das jetzt aufzuholen, was da fällt, ist natürlich schwierig. Aber im Vergleich, der Mais, wo jetzt, ich weiß nicht, wann der gesät ist, vom Nachbar, keine Ahnung. Die andere Mais, also dieses Jahr kommt es ja extrem irgendwie drauf an, wann man gesät hat, an welchem Tag, ob der dann gekommen ist oder nicht, auf jeden Fall haben die teilweise in Mais, der ist jetzt hier 60, 70 cm hoch und zwischendrin kommen jetzt aber trotzdem, sieht man da Hanne, trotzdem nur die ganz kleinen Pflänzler. Das heißt, da ist es ja noch extremer, da sind ja die Pflanzen jetzt schon so hoch und nebendran kommt einer, der anscheinend bisher gar kein Wasserkett hat und der kommt halt jetzt ja schon so, wenn man jetzt in den Agonai guckt, der ist natürlich wahrscheinlich ein Drittel aufgegangen, wenn überhaupt, ein Viertel vielleicht nur. Und zwischendrin kommen jetzt aber doch die Kleine wieder, aber halt auch nur teilweise und nicht alle. Also dieses Jahr, weißt du, die Äcker, die sehen ja aus, so löchrig, das habe ich noch nie gesehen und so ungleich vor allem. Da kommen sie hier wenigstens alle gleichmäßig spät. ja, egal. Nur geschwätzt, aber das auch sehr. Jetzt fahre ich schnell auf, der Noah wartet bestimmt schon, ich glaube, der war schon beim im Lamm, wenn es überhaupt so bald offen hat, ich weiß es gar nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall nur der zweite Waage anhängen und dann die kriegt mir los, gell? Also wenn der Dibble nicht hergeht, dann kann man halt ohne den Dibble. Nein, da wollen wir nicht, ne? Ah, sieht doch gleich besser aus. Schön. Na, süßer.
man neidisch mal. Aber der Regenmesse sieht echt recht voll aus. Obacht. So, der zweite Waage hängen wir auch noch nach. Da ist Silofolie drauf und unten drin ein bisschen Wickelfolie und da ist nur Wickelfolie drauf. Jetzt brauchen wir aber eigentlich den Noah zum den Waage anhängen. Aber der geht nicht her. Ich glaube, der holt noch Frühstück. Noah, mach mal schneller, komm. Morgen, Noah, kann man schon wach sein? Oh, ich habe schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Ja. Ah, schön, dass du da bist, Noah. Freut mich auch, dass wir heute zusammen unterwegs sind. Ja. Jetzt haben wir erst anhängen und auf der Fahrt frühstücken. Ja. Komm mal. Also, dann los. Wo muss ich nach? Wo muss ich nach? Ja, ich glaube, so wird's nichts. Da haben wir eigentlich gut drauf, oder? Findest du einen, Noah? Hey, der hat sogar die Bremse zugezogen, kannst du dir das vorstellen? Wo? Oben? Am Wagen. Gott. Nee, das ist verborgen hier, ne? Haben wir einen anderen Stecker? Ja, welchen Stecker? Aber welchen? Wo ist der vom Reich? Passt der, oder? Es lockt. Aber. Es lockt. Alter, wir sind ja richtig gut nachgefahren, hey. Oh, Noah. Ah? Jetzt, jetzt wären wir ja wieder beim Thema mit dem Wagen. Ach so, ja. Wer weiß es noch? Weißt du es noch? Rot also. War gelb. Genau, der rot markiert ist, hier. Der rot markiert ist, ist der gelbe und der nicht markiert ist, ist der rote. Also los. So, dann binden wir da noch schön drum, dass auch ja nichts passiert auf unserer weiten Fahrt. Aber wir sind doch dachten, oder? Warum? Wo ist er? Nimm den Noah, nimm den Originale, oder? Oder eigentlich ist es egal. Da wäre er. Oh Mann. Hast du. Ja. Scheißegal. Wenn der da auch liegen. Komm Noah, wir nehmen das. Ja. Hätten wir da jetzt irgendwas Unoffizielles hier fabriziert, wo nicht. Nicht zulässig ist. So, Lufthammer. Noah, bevor wir jetzt startet, erzähl, was machst du, wie geht es? Warum bist du nicht mehr so oft beim Hegelbauer? Nee, ich bin auch nicht mehr so oft beim Hegelbauer. Ja, ich bin halt Lehrer, Landwirt im Allgäu. Und erzähl mal schon, da wünscht sich noch die Bremse zu. Ja, und deshalb bin ich nämlich mit der Hauptmann. Aber das wird sich jetzt hoffentlich nächsten Monat ändern. Dann bin ich Geselle und bin ich wieder öfters beim Hauptmann. Genau. Und? Fertig. Also Abfahrt.
Fahren wir jetzt über die Güllegrube oder schiebt man da Hände? Was da ist? Schulbacher, geradeaus Schulbacher, oder? Ja, ich weiß nicht, ob der Chef sich da so freit. Ja, jetzt fahren wir drüber genommen, oder? Wird schon ein Einbrecher. Wenn es scheiße fährt, auch aber ich hätte noch eben gesagt. Also, nur ganz kleiner Input. Noah hat nächste Woche Gesellenprüfung. Welche Bereiche hast du gewählt? Waldbau, Grünland, was ist das? Rind? Nee, Kyo, Dingsbummens. Kyo. Ja, Kyo. Du meinst Milchvieh und Rinderaufzucht? Ja, genau. Okay. Und du bist da soweit fit? Ja. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, wir hängen nachher nur schön Seemaschine ja, und drehen Seemaschine ab, weil das kommt ja safe an der Prüfung dran. Nee. Wenn du gar keinen Ackerbau hast, dann betrifft dich das ja gar nicht. Nee. Wobei das eigentlich eine sichere Sache wäre, aber. Ja, Pflanzenschutzspritze, die kann ich eigentlich sicher auslitten. Obwohl dein Chef gar keine hat. Nee, aber wir haben da so ein Ding kennen, wie heißt das? So ein Kurs. Ah, okay. Prüfungsvorbereitung und so. Bereitung. Ja, schick die mal bitte die aus. Entschuldigung, ja. Das sind Neidlinger, da muss man auch neidlingerisch schätzen. Ja, der Noah ist leider Gottes auf seinem Lehrbetrieb ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hat eine kleine Geschmacksverirrung erlitten. Der ist jetzt überzeugter Johnny-Fahrer, was mir natürlich im Herzen wehtut, aber. Ja, ganz Johnny bin ich auch. Ach so. Es ist ja so hin und her. Ich kann nicht entscheiden zwischen Johnny und Fett, weil es einfach. Ja. Es sind zwar zwei Leute Wälder. Ja. Aber man muss halt sagen, jetzt gerade der 7920 oder so, der hat halt schon Pumps. Ja. Schön für den 7920. Ja, und ja, da geht halt auch was. Ah, okay. Noah, wenn du sehr willst, wo was geht, ja, dann passt jetzt gut auf. Okay. Gell? Jetzt haben wir einen Scheib noch aufmachen, aber es ist nicht fair. Ja gut, dann ist er schon gesagt, dann kann er jetzt mitnehmen. Kann er nicht, Alter. Okay, dann geht's ja nochmal. Also, ich darf frühstücken mit Nutter Mager. Okay. Ist das okay? Ja. Mehr denn was zu trinken mit dem Wasser, ein bisschen hoch, Alter. Ich habe mir gedacht, ob ich noch ein paar andere Spezi mitnehme, aber das war ein bisschen schlecht. Wir fahren transportieren. Ja, okay. Vielen herzlichen Dank, Noah. Keine Ursache, nur mal stark springen wir. Ah, das ist ja nett, das ist ja nett. Also zum Gute. Noah, was schaffst du? Der Mint-Anhänger. Ah, den Mint. Okay. Genau. Hat du Lust? Jetzt hat Noah, das ist eine schöne Aufgabe gefunden. Ja. Der Hermann hat gesagt, da ist ein Wespennest drin. Pass halt auf, dass du gestochen wirst, gell? Aber ich glaube, das ist doch viel. Wir werden jetzt sehr klar nochmal an. Also unten drin ist Wickelfolie, oben drauf ist Silofolie, die muss jetzt schon dranweigen. Noah und ich sind Lager dort noch. Wenn wir nicht mal geschafft haben, schon mitzunehmen, ist eigentlich schon, aber das bringen wir jetzt auch noch voll nach. Da habe ich keine Bedenken. We were all aligned. The perfect movement, the perfect
Habe ich Zeit? Echt? Ja. Yeah. Okay. Jetzt, Ben. Jetzt, Johnny. Johnny. Auf. So ein Pfeife. Ah, du bist schon leicht. Oh, Noah. Das ist nochmal so fair, oder? Bei dem Ding habe ich Angst. Dem ersten Weg dahin. Jetzt noch einmal Vollgas flagge. Also Freunde, wir haben das Glück, der Mirko ist da von Erde. Er hat hier auch eine Säule dabei, wo das jetzt mal erklärt wird. Aber ich würde sagen, wir fragen jetzt einfach selber, wie das hier funktioniert. Opa. Wie machen wir das am besten? Ja, so sieht man es gar nicht so hart. Dann sieht man halt den Stecker, ist egal, oder? So. Sieht man so alles, Noah? Ja, so sieht man alles. Also, sieht man die Säule? Ja, auch Säule? So? Ja. Ja. Okay, also. Ja. Jetzt erstmal kurze Frage: Was ist Erde? Was macht ihr? Wie läuft das jetzt ab, wenn wir jetzt die Folie da bringen? Genau. Also erstmal hi, ich bin der Mirko, ich bin vom Team Erde. Erde steht grundlegend erstmal für Erntekunststoffe Recycling Deutschland. Wurde damals von der Freiwilligen Industrieinitiative gegründet und ist jetzt heute das bundesweite Rücknahmesystem für Erntekunststoffe hier in Deutschland. Und was wir machen, wir haben ein super Netz aus allen Beteiligten, die sich an der Initiative beteiligen. Das fängt an mit dem IK, der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. Geht über zu den landwirtschaftlichen Betrieben oder Lohnunternehmen, die ihre recycelten, versprochen. Egal. Fangen wir nochmal an, sprach einfach mit, was wir machen. Oder soll ich schon mal kommen? Einfach weiter. Ja, ich schneide ihn da raus oder lass es drin, ist scheißegal. Okay, ja, also landwirtschaftliche Betriebe oder Lohnunternehmen haben halt über Erde die Möglichkeit, ihre gebrauchten Silofolien, Stretchfolien, Spargelfolien, Mulchfolien, aber auch Netze oder Garne zurückzugeben, und Erde sorgt eben dafür, dass es in eine stoffliche Verwertung geführt wird. Und was halt hier bei Erde super funktioniert, ist einfach die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Es fängt an mit dem IK, der Industrievereinigung Kunststoffverpackung, unter deren Dach Erde geführt wird. Geht dann über zu den landwirtschaftlichen Betrieben oder Lohnunternehmen, die ihre recycelten Kunststoffe, ihre gebrauchten Agrarkunststoffe halt abgeben über Erde. Über die Landhandel, über die unsere Erde-Sammelpartner, wie hier zum Beispiel BayWa, aber auch Lohnunternehmen oder landwirtschaftliche Betriebe können direkt Sammelpartner sein von uns. Bis hin zu den teilnehmenden Herstellern natürlich auch, die sich an der Initiative beteiligen und im Endeffekt auch den Containerdiensten und den Entsorgern und Recyclern, wo die Kunststoffe dann weiterverarbeitet werden. Okay, und jetzt hast du extra die Säule dabei, das ist ja eigentlich voll interessant. Da sieht man ja, wie das jetzt, sagen wir mal, am Anfang aussieht. Da haben wir jetzt die Silofolie und da die Stretchfolie. Und da ist es dann Kleinkäcksel, da ist es dann Granulat. Und so sieht es dann praktisch zum Schluss aus, wenn es dann als recycelter Müllbeutel, sag ich jetzt mal, wiederverwertet wird. Eigentlich richtig cool. Ah, hier steht es auch drauf, guck. Genau, hier steht es auch drauf. Müllbeutel ist ein Endprodukt, also eine Kunststoffanwendung, wo die recycelten Erntekunststoffe dann wieder eingeführt werden in den Wertstoffkreislauf.
Es kann aber auch wieder in neue Folien eingesetzt werden. Aktuell ist das zu 30-60% möglich, dass da auch Granulate aus recycelten Folien wieder eingesetzt werden können. Vom Grund auf fängt es so an, dass man erstmal die Folien bei der Sammlung hier über die landwirtschaftlichen Betriebe hier bei dem Sammelstandort vorsortiert. Das heißt, man sammelt getrennt in Silo und Thatchwool. Das liegt einfach daran, dass es unterschiedliche Kunststoffe sind und auch in der Verwertung dann halt unterschiedliche Wege gehen. Dann werden sie erstmal komplett geschreddert. Mhm. Anschließend werden sie grob gewaschen, um Störstoffe wie zum Beispiel Sand, Erde oder sonstigen Dreck zu entfernen. Dann werden sie nochmal zerkleinert, das ist dann ungefähr auf ganz kleiner Korngröße. Anschließend nochmal über ein Schwimm-Sink-Verfahren nochmal gewaschen, um dann auch organische Störstoffe zu entfernen. Und dann wird es halt eingeschmolzen und granuliert und dieses Granulat wird dann weiterverarbeitet in neue Kunststoffanwendungen. Da ist die Palette relativ breit. Wir haben jetzt hier als Beispiel mal Müllsäcke, aber wie gesagt, wird es auch immer mehr dafür eingesetzt, dass auch wieder neue Folien geht. Ja, wir haben das auf meinem Lehrbetrieb, haben wir auch so an die Wandfolie, auch immer aus recycelter Folie gehabt. Und die ist dann aber so ein bisschen härter wie die neue Folie. Aber das hat ja so funktioniert, es war so schwarze, so ein bisschen festere. Und die hast du dann so 2,50 Meter Höhe, wenn man die immer reinkriegt. Weißt du, viel besser, wie wenn man da die Folie nochmal aufschneidet und dann ist sie dreckig und dann hängst du sie nochmal rein und dann hängst du das dreckige alte Ding drin. Also das fand ich eigentlich... Klar, dass es genauso wird wie das Anfangsprodukt, das kann man über das Recycling einfach nicht hinkriegen. Aber ich denke, insgesamt kann man trotzdem, ob man es jetzt zu neuen Produkten dazu mischt oder ob man es irgendwie versucht, zu 100% recycelten Material, wie hier zum Beispiel in den Müllbeuteln, unterzubringen, ist, denke ich, insgesamt eine gute Sache. Und deswegen machen wir das, oder ihr das ja hier auch, das Ganze bei Erde. Ja. Ja. Und wie viel Folie kommen da jetzt zurück? Also wir haben ja jetzt 7 Tonnen mitgebracht. Ich glaube, mit einer von der Größe, aber ich glaube, wir haben auch die letzten Jahre gar nichts gebracht. Genau, erstmal Respekt, also 7 Tonnen ist schon eine ordentliche Menge. Hier an dem Sammelstandort kommen, glaube ich, insgesamt ca. 30 Tonnen zusammen. Wir haben jetzt in 2022 haben wir über Erde jetzt insgesamt 38.000 Tonnen an Agrarkunststoffen gesammelt. Okay, das sind ja einiges. Die GVM berechnet, die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung. Der größte Teil davon sind, wie ihr auch angeliefert habt, Silo- und Stretchfolien. Das waren jetzt ungefähr 35.000 Tonnen im Jahr 2020. Was auch eine schöne Zahl ist, weil wir dadurch unsere freiwillige Selbstverpflichtung, die wir uns gesetzt haben für das Jahr, dass wir mindestens 65% der auf den Markt gebrachten Folien in Deutschland, Silo- und Stretchfolie, zurücknehmen. Haben wir geschafft. Das ist 35.000 ein geiles Tonnen. Wort, freiwillige Selbstverpflichtung. Genau, ja. Weil es ist halt gesetzlich nicht vorgegeben, aber wir haben halt gesagt, wir setzen uns dafür ein. Für den guten Zweck und verpflichten uns dazu und haben dann insgesamt mit diesen 35.000 Tonnen knapp 69% war das zu machen. Okay. Sind wir auch sehr stolz drauf und ja. Sauber. Durch diese zurückgenommene Menge an Agrarkunststoffen haben wir extrem hohe CO2-Ersparungen erreicht in dem Jahr. Das waren jetzt für das Jahr 2022 waren das knapp 43.000 Tonnen an CO2-Einsparungen, die dadurch erreicht wurden, dass die Folien eben recycelt wurden und nicht verbrannt wurden. Was, um das mal ein bisschen in anderen Worten auszudrücken, ungefähr knapp 20.000 Autos entspricht mit einer Kilometerstrecke von 300 Millionen Kilometern. Oder anders gesagt, knapp 300 Bäume mit einer Hektarfläche von knapp 4.000. Krass. Das sind schon schöne Werte und deswegen versuchen wir auch wirklich anzustreben, jetzt gerade auch, wenn du hier bist und das an deiner Community weiterträgst, ein Bewusstsein für die Initiative Erde zu schaffen, einfach für den guten Zweck, weil wir setzen uns hier im Verbund mit allen Beteiligten für eine nachhaltige Agrarwirtschaft ein und setzen uns halt auch entsprechend fürs Klima ein. Und ist einfach insgesamt eine gute Sache, deswegen freue ich mich und finde es schön, dass es jetzt über dich dann auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit ja, erreicht. Bietet sich ja auch an, halt. Genau. Ganz schön, nur Noah. Oh, das ist dreckig. Guck, dass hier, dass man es mal sieht, wie es halt läuft. Also, wir sind ja da, ist ja klar. Jetzt wird es recycelt, dann wird es wieder zu Granulat gemacht und dann wird es wieder zu neuer Folie. Vielleicht decken wir dann nächstes Jahr damit Silo ab. Und das ist ja, sag ich jetzt mal, als, wenn man es jetzt hier als Erde
bezeichnet, der Name passt ja dann auch noch, dass man, sagen wir mal, unsere Erde damit schützt. Das ja genau, guter. Das war auch ein Hintergedanke, yeah, meinen Namen zu halten. Ist ja geil, wenn das dann sogar von den Wörtern her so passt. Ja, okay. Dann sage ich Dankeschön. Ich bedanke mich. Zum einen, dass du mir das jetzt hier bringen konntest und dass du dir jetzt kurz die Zeit nochmal hast. Gerne, gerne. Und das mal zum Erklären. Und Daddy sage mir, fahre heim. Noah hat nächste Woche Prüfung. Noah, machen wir noch ein bisschen Prüfungsvorbereitung. Oder wie sieht's aus? Ja, ich will noch was wissen oder denkst du bist gut vorbereitet? Ich bin gut vorbereitet. Ja. Ja, das sehen wir dann nächste Woche. Ja. Okay, also. Mirko, ich danke dir recht herzlich. Ich bedanke mich. Gute Heimfahrt. Ich wünsche dir alles Gute dann. Ich hoffe, du bringst dann die nächsten Jahre wieder so viel. Ha, nee, hoffentlich nicht. Der Chef wird fluchen, der muss es ja zahlen. Ja. Okay, also, schönes Wochenende. Ja, wünsche ich dir, euch auch, euch allen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. Also. Danke dir. Noah, Abfahrt. Ja. Noah, schmeckt's, oder? Ja. Also, jetzt hör dich mal in unserem Ortsblogger, jetzt ist wieder alles zusammengehängt. Jetzt ist es so, wir fahren jetzt noch schnell zum Dufner und holen einen Ölfilter für das Glas. Jetzt fahren wir schön, wir machen 24 in Hofenheim, dann muss ich leider ein bisschen ärgern. Sorry, Philipp. Boah, schmeckt's oder? Ja. Ja, alles noch in der Noah, oder? Oder was? Ja, das weiß ich, dass ich... Das ist so voll da, dass ich immer wieder schon mit Augen sicher schaffe. Der wollte doch nicht kommen mit den Leuten. Warum? Ich glaube, der fühlt sich ganz wohl bei mir. Ich glaube schon. Da lauter Schmatzer kriegt das ja gar nicht mit. Aber... Also eigentlich habe ich gedacht, ich filme noch ein bisschen beim Güllerfeier, aber das haben wir ja alle schon 100 Mal gesehen. Ist jetzt auch nichts so besonders mehr. Eure Marga habe ich noch schön neu gemacht. Jetzt ist Geburtstag von meiner Nichte, deswegen ist jetzt Feierabend. Kann sein, ich filme da nochmal was dazu die Tage. Wenn nicht, dann ist Farmvlog hiermit beendet. Dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, das war jetzt interessant. Also ich fand es jetzt interessant mit den Folien. Vor allem die Säule, das fand ich jetzt eigentlich echt cool, dass man das mal gesehen hat, wie das eigentlich aufbereitet wird. Ich hätte, also hätte ich, ja okay, dass man da Granulat draus macht, ja okay. Hätten wir sich denken können, egal. Wenn auch immer der Vlog online kommt, ich weiß es nicht. Ein schöner Tag euch und danke fürs Zugucken. Tschüss. Noah, ich werde mich noch verabschieden. Also im Farmvlog. Okay, ja. Zieh mal dein Cap gerade auf. Schön, dass du mal wieder dabei warst. Ja, mir hat es auch gefreut. Mir auch. Okay. Ciao, Noah. Ciao. Tschüss. Der Fendt hat ja seine Rundumleuchte Hände dran und der Johnny hat sie ja vorne dran. Und der Kubota aus dem Geschäft, der Kubota hat eine rechts Hände und die andere links rechts vorne. Das sieht so scheiße aus.